Ich will, dass du mich schlägst, so hart du nur kannst. Wieso? Was weißt du schon über dich, wenn du noch nie gekämpft hast? Moment, ich fange nochmal an. Wenn die meisten Fight Club hören, denken sie an einen Film, bei dem es darum geht, dass zwei Typen einen Club gründen, bei dem sich alle gegenseitig in die Eier schlagen. Und die ersten beiden Regeln des Fight Clubs, weil man sich an die restlichen sechs sowieso nicht erinnert. Aber es steckt doch viel mehr dahinter. Heute rede ich über den Film Fight Club und wieso er eigentlich so gut geworden ist und was ihn so gut macht. Willkommen! Ich betete für ein anderes Leben. Seife. Ich stelle Seife her und verkaufe sie. Als ich den Film das erste Mal angeschaut habe, habe ich mir nicht wirklich Gedanken gemacht. Aber beim zweiten oder dritten Mal habe ich dann gemerkt, warte, es geht ja nicht nur um Brad Pitt, wie er Edward Norton die ganze Zeit auf die Fresse haut, es geht einfach um viel mehr. Es geht um Konsum, es geht um Maskulinität und es geht um Freiheit. Ich hoffe, ihr habt den Film schon angeschaut, weil ich werde ihn jetzt hundertprozentig spoilern. Zum Teil schon, ja. Der Erzähler dieses Films ist auch gleichzeitig die Hauptfigur, von dem wir den Namen nicht erfahren. Er ist ein einfacher Arbeiter bei einer Autoversicherungsfirma und hasst seinen Job absolut. Er muss jeden Tag arbeiten, er hat keine Freunde, er hat nur eine Wohnung, für die er alles macht, für die er alles kauft, um die Illusion zu haben, sich vollkommen zu fühlen. Er leidet an einer Schlaflosigkeit und geht deswegen zum Arzt. Dieser ratet ihm, eine Selbsthilfegruppe zu besuchen, um echten Schmerz zu erfahren, und so gibt er sich in so einer Gruppe aus, als Kranker, um irgendwo dazuzugehören. Er versteht sich mit den Leuten und sie hören ihm zu. Und so kann er wieder seine innere Ruhe finden und schlafen. Eines Tages kommt eine weitere Simulantin namens Marla Singer in die Gruppe und er verliert seine innere Ruhe und kann wieder nicht schlafen. Während er auf einer Geschäftsreise ist, trifft er Tyler Durden. Tyler Durden ist das komplette Gegenteil von ihm. Er zieht sich besser an, sieht besser aus und hat keinen langweiligen Job und ist intelligent. Als er zu Hause angekommen ist, stellt er fest, dass seine ganze Wohnung komplett abgebrannt ist. Seine ganzen Sachen, die er so mühsam gesammelt hat und bei IKEA alle bestellt hat, sind alle weg, ein Teil seines Lebens komplett vernichtet. Er weiß nicht, was er machen soll, er weiß nicht, bei wem er leben soll. Die einzige Person, die ihm einfällt, ist Tyler Durden, weil er keine anderen Freunde hat. Und deswegen trifft er sich mit Tyler Durden in einer Bar. Der Erzähler übernachtet bei Tyler Durden und die beiden werden Freunde und gründen einen Club namens Fight Club. Sie rekrutieren immer mehr Mitglieder und so wird der einst kleine Club zu einer großen Organisation, die Chaos verbreitet. Aber was macht den Film so besonders gut? Die Antwort ist Tyler Durden. Eine der interessantesten Personen der ganzen Filmgeschichte. Er strahlt eine gewaltige Sympathie und Führungskraft aus. Er weiß, was er will und wohin er will. Er hat Ziele. Er will, dass es zu einer Balance zwischen Arm und Reich kommt. Er will, dass alle gleich sind. Und das will er erreichen, indem er die Zentralbanken der USA sprengt. Ich weiß nicht, ob das so wirklich funktionieren würde, aber es ist ein Film, also macht mir die Illusion bitte nicht kaputt. Die Mittel- und Unterschicht sind für ihn nichts weiter als Sklaven des Konsums. Als Tyler und der Erzähler sich das erste Mal in der Bar getroffen haben, wurde es deutlich, mit welchen Augen Tyler die Welt sieht. Ich weiß auch nicht, irgendwie, wenn du dir Möbel kaufst, sagst du dir, erledigt. Ein anderes Sofa werde ich nie mehr brauchen, egal was kommen mag, das Sofa-Problem wäre abgehakt. Ich hatte alles. Eine sehr anständige Stereoanlage, eine Garderobe, die sich mittlerweile wirklich sehen lassen konnte. Ich war so kurz davor, mich vollständig zu fühlen. Weißt du, was ein Plaid ist? Ich glaube, eine Decke. Eine kleine Decke. Nichts weiter. Wieso wissen Leute wie du und ich, was ein Plaid ist? Ist das unentbehrlich für unser Überleben, Jäger und Sammler technisch betrachtet? Nein. Was sind wir eigentlich? Tja, keine Ahnung. Konsumenten? So ist es. Wir sind Konsumenten. Wir sind Abfallprodukte der allgemeinen Lifestyle-Obsession. Naja, meine Versicherung übernimmt das wahrscheinlich. Also. Was? Alles, was du hast, hat irgendwann dich. Aber ich will dich von nichts abhalten. Tyler macht ihm klar, dass wir nichts weiter als Konsumenten sind und dass die ganzen Sachen keinen Wert haben und nicht essentiell für unser Überleben sind. Er schließt den Dialog mit dem Satz ab: Alles, was du besitzt, besitzt irgendwann dich. Was noch einmal auf das Suchtverhalten in Bezug auf Konsum deutet. Wir halten zu sehr an den Dingen, die wir besitzen, bis die Dinge ein Teil von uns werden. Und somit hängen wir an etwas und sind nicht frei. Es sind aber nur Dinge, die man kauft. Es ist nur ein Job, den man besitzt, der nicht den Menschen ausmacht, der du bist. Es kommt nicht darauf an im Leben, wie viel Geld man verdient. Du bist nicht das Geld auf deinem Konto. Nicht das Auto, das du fährst. Nicht der Inhalt deiner Brieftasche.
Und nicht deine blöde Cargohose. Du bist der singende, tanzende Abschaum der Welt. All diese Dinge will Tyler uns sagen. Und das bringt uns zum Nachdenken. Denn wenn man so überlegt, ist das so. Und es wird auch so bleiben, solange wir in einem kapitalistischen System sind. Und das meiste sich um Geld dreht. Wenn die Großkonzerne aber so viele Produkte produzieren müssen, kommt es zu einer Rationalisierung. Das heißt, die Produkte werden nicht mehr per Hand gemacht und sind somit nicht mehr einzigartig, sondern mit Maschinen hergestellt und gleichen sich absolut. Man kann sogar sagen, sie sind absolut identische Kopien voneinander. Somit spart man sich bei der Produktion Geld und kann umso mehr herstellen. Everything's a copy of a copy of a copy. Als Tyler seine Armee zusammengestellt hat, hat er ihnen alle die Köpfe rasiert und befohlen, sich schwarz anzuziehen. Alle sahen gleich aus. Alle waren Kopien von Kopien von Kopien. Er wollte die Konsumgesellschaft mit seinen eigenen Art Klonen bekämpfen. Als einer von ihnen gestorben ist, haben sie ihn wie einen nutzlosen Gegenstand oder Werkzeug behandelt, um das Projekt Chaos zu verwirklichen. Um allen die Freiheit zu schenken, hat Tyler im Rahmen des Projekts Chaos in allen Banken der Stadt Bomben platziert, die die Gebäude sprengen sollen. Somit hätten alle Schichten das Geld, das sie besitzen, verloren und somit ihre Ketten, die sie festhalten, von sich gelegt. Der Erzähler hat starke Depressionen, er mag seinen Job nicht, er arbeitet nur für das Geld, das er später für irgendwas ausgeben kann, das er nicht braucht. Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate, so we can buy shit we don't need. Als er dem Fight Club beitritt, merkt er, dass die Mitglieder nur solche Menschen wie er selber sind und dass er nicht alleine mit seiner Depression dasteht. Die meisten von ihnen arbeiten auch nur für das Geld und in dem Club können sie, für einen Augenblick, etwas anderes sein als nur Sklaven. Sie lassen ihre Wut raus, dass aus ihnen nichts geworden ist. Im Leben, so wie es in den Werbungen von glücklichen, gutaussehenden und reichen Menschen versprochen wurde, wenn sie bestimmte Produkte kaufen. Alles unterbewusst natürlich. Durch das Fernsehen sind wir in dem Glauben groß geworden, dass wir alle eines Tages Millionäre, Rockmusiker oder Filmstars werden. Aber das stimmt nicht. Aber was hat Marla Sänger mit der ganzen Sache zu tun? Nach der Gruppentherapie wollte der Erzähler was von ihr, hat sich aber nicht getraut. Das und der Fakt, dass er an Schlaflosigkeit litt und an Depression führte dazu, dass er sein alter Ego Tyler Durden erfand. Tyler war die Person, die der Erzähler immer sein wollte. Gut aussehend, klug und er hatte Marla. Tyler war die Definition von Männlichkeit, wie sie in den Werbungen immer dargestellt wird, und der Erzähler war nichts davon. All the ways you wish you could be, that's me. I look like you wanna look, I fuck like you wanna fuck, I am smart, capable, and most importantly, I'm free in all the ways that you are not. Nachdem der Erzähler erfahren hat, dass er Tyler Durden war, hat er sich mit der Pistole in den Mund geschossen, was metaphorisch Tyler umgebracht hat. Am Ende konnte er nur zuschauen, wie die Gebäude in sich zusammenbrachen. Was danach passiert ist, kann sich jeder selber ausdenken.